Eine Spirale S besteht aus 25 Halbkreisen. Der Durchmesser jeden Halbkreises ist gleich zum Radius des vorigen. Berechne die Länge dieser Spirale. Am Anfang gibt man uns einen Radius R und wir konstruieren diesen ersten Halbkreis. Der Durchmesser vom nächsten Halbkreis, das ist der Radius von diesem ersten Halbkreis, also sieht der nächste Halbkreis so aus. Der Durchmesser vom nächsten Halbkreis, das ist der Radius von diesem Halbkreis, also sieht der nächste Halbkreis so aus. Der darauf folgende Halbkreis sieht so aus. Der darauf folgende so und immer so weiter. Das machen wir 25 Mal. Die Länge von diesem ersten Halbkreis, das ist die Hälfte vom Umfang des ganzen Kreises, also Pi mal R. Die Länge von diesem Halbkreis, das ist Pi mal R halbe, also ein halbes mal Pi R. Die Länge von diesem Halbkreis ergibt ein Viertel mal Pi R und immer so weiter. So stoßen wir auf diese Zahlenfolge und wir erkennen, um von einem Glied der Folge zum nächsten zu gelangen, multiplizieren wir jedes Mal mit ein halbes. Also handelt es sich hier um eine geometrische Zahlenfolge und dementsprechend haben wir diese Formel zur Verfügung. Wir sehen auch, das erste Glied der Folge ist Pi mal R und Q dieser Folge ergibt ein halbes. Die Länge der Spirale erhalten wir, indem wir rechnen, T1 plus T2 plus T3 plus T4 und immer so weiter bis plus T25. Wir suchen also die Summe der 25 ersten Glieder dieser Zahlenfolge. Dazu werden wir natürlich die Summenformel einsetzen. Und in dieser Formel können wir T1 durch Pi mal R ersetzen und Q da und da durch ein halbes. Wir werden auch das n durch 25 ersetzen. Die Summe der 25 ersten Glieder dieser Zahlenfolge berechnet sich also so. Hier haben wir ein halbes hoch 25. Das ist 1 hoch 25, also 1, geteilt durch 2 hoch 25, also eine riesengroße Zahl. Und 1 geteilt durch eine riesengroße Zahl, das ist praktisch gleich 0. Diese Zahl ist verschwindend gering, also nehmen wir die einfach weg. Was jetzt noch zu rechnen bleibt, ist minus 1 mal Pi R geteilt durch minus ein halbes, also so. Das ist nur ungefähr. Aber je mehr Halbkreise der Spirale wir berücksichtigen, desto dichter wird diese Zahl an 0 liegen. Somit haben wir ungefähr die Länge dieser Spirale berechnet. Jetzt brauchen wir diesen Bruch nur noch etwas zu kürzen. Minus und Minus streichen sich weg. Die 2 kommt nach oben. Und somit haben wir herausgefunden, dass die Länge dieser Spirale ungefähr 2 Pi R ist. Aber 2 Pi R, das ist genau der Umfang von diesem großen Anfangskreis.